Mein Vater ist ein großer Bastler. Er arbeitet gerne mit seinen Händen. Und ganz besonders fasziniert es ihn, herauszufinden, wie man etwas, was kaputt ist, wieder reparieren kann. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass mein Vater jemals eins von seinen Autos zum Ölwechsel gebracht hätte. Das war so eins der Sachen, die er gerne selber machte. Und das alte Öl füllte er dann in einen großen Metallkanister. Das war so richtig schmutziger Ölschlamm, so richtig dreckig. Und wenn der voll war, brachte er ihn zum Recycling. Und bis dahin stand er bei uns unterm Vordach der Garage. Und meinem kleinen Bruder und mir wurde streng verboten, ihn anzurühren. Und daran haben wir uns gehalten. Wirklich. Immer. Bis zu diesem einen Tag. Ich schlenderte so ganz unschuldig an der Garage vorbei und sah den Kanister. Das Öl glänzte so wunderschön in der Sonne. So tiefschwarz, als würde ein Geheimnis darin warten. Es war, als würde dieses Schwarz mich anziehen, mich einladen, verführen. Sollte ich? Es war niemand zu sehen. Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich mein Spiegelbild in dem schwarzen Schlamm reflektiert sah. Und ich wusste ganz genau, was ich jetzt definitiv nicht tun sollte. Und tat es. Ich schob beide Hände bis zum Ellenbogen in das schwarze Öl. Ich suhlte mich darin und es war schleimig und glitschig, dickflüssig und dreckig und ganz ehrlich, es war super. Und für einen kurzen Moment genoss ich dieses Gefühl. Und dann war der Moment vorbei. Klar, in was für eine schwierige Lage ich mich gebracht hatte. Das Öl klebte an mir, selbst als es mir von den Fingerspitzen tropfte. Ich wollte es abschütteln. Machte alles nur noch schlimmer. Ich versuchte es abzuwischen, abzustreifen. Aber nichts half. Ich sah an mir herunter und mir wurde klar, dass ich das Weiße zerstört hatte. Das, was ich hätte sein können. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich Panik. Ich versuchte mit aller Kraft, es abzureiben von meiner Haut, bis sie wund wurde. Ich rannte in die Garage und holte einen Lappen. Viel zu klein, um irgendwas zu bewirken. Also schlich ich ins Badezimmer und schrubbte mit Wasser und Seife. Ich schrubbte und schrubbte. Schrubbte und schrubbte. Aber ich erreichte damit nur, dass ich das Öl jetzt flächendeckend auf mir, dem Waschbecken und den Badezimmerfliesen verteilte. Es half alles nichts. Bei meinem Versuch, es sauber zu machen, machte ich alles nur noch schlimmer. In meiner Verzweiflung tat ich das einzig Richtige. Papa? Papa? Ich hörte seine Schritte im Wohnzimmer, dann Schritte im Flur. Und als er die Badezimmertür öffnete, brach ich in Tränen aus.
Er sah mich einfach nur an. Dann strich er mir ganz sanft über die Wange und nahm meine Hand. Ohne ein Wort zu sagen, ging er mit mir in die Küche. Aus dem Schrank unter dem Waschbecken holte er eine Tube hervor und drückte mir eine körnige Paste in die Hände, die nach Orange roch. Und dann stand er da mit mir und half mir, Millimeter für Millimeter dieser öligen Schmiere abzuwaschen. Und es funktionierte. Stück für Stück löste sich und ich sah, wie das letzte bisschen Dreck mit gurgelnden Geräuschen im Abfluss verschwand. Sünde richtet ein ungöttliches Chaos an. Sie richtet ein Chaos in uns an. Sie richtet ein Chaos an mit uns und mit anderen Menschen, wenn wir versuchen, sie abzuwaschen oder zuzudecken. Aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Egal wie sehr wir uns das wünschen würden. Wir können uns und unsere Welt nicht reparieren. Wir können diese Sünde einfach nicht loswerden. Bis uns jemand etwas Stärkeres gibt. Und die gute Nachricht ist, wenn wir Jesus anrufen und um Hilfe bitten, dann hat er etwas Stärkeres für uns.